Hildegard lernt fliegen. Hinter diesem Namen verstecken sich 6 Schweizer Musiker. Sie begeistern mit viel Witz und Fantasie ihr Publikum. Im Rahmen des Kemptener Jazzfrühlings spielten sie jetzt im ausverkauften Theater oben. Spontanität ist für die Berner sehr wichtig. Also ich meine, die Stücke sind komponiert, die sind organisiert, die Musik finden, also die Kompositionen sind nicht spontan, aber die ganzen Spots, die ganzen solistischen Ecken und Tummelfelder, die sind natürlich, was dort passiert, ist spontan. Wie sich's im Jazz gehört. Mitten im Konzert blieb ihnen auch gar nichts anderes übrig, als spontan zu reagieren. Denn eine Saite am Kontrabass war gerissen. Doch auch hier hatte Andreas Scherer mit seiner Band die Situation voll im Griff. Es hat es ehrlich gesagt noch nie gegeben. Das war heute das erste Mal. Ja, man schindet Zeit und versucht dabei, dass es spannend bleibt für das Publikum. Das Theater oben, also der obere Raum im Stadttheater, war bis auf den letzten Platz gefüllt. Das haben bisher selbst Künstler wie der legendäre Jazz-Posaunist Albert Mangelsdorf nicht geschafft. Das Angebot im Theater oben soll modernem und zeitgenössischem Jazz Raum bieten, so Organisator Josef Ego. Im Jazzfrühling soll damit ein breites Spektrum der Musik abgebildet werden. Wofür der Name der Schweizer Band genau steht, das fragten sich an dem Abend sicher viele. Hildegard lernt fliegen, ja, da gibt es viele Theorien. Es gibt auch Studiengänge in der Schweiz, die Hildegardistik, die sogenannte, die jetzt neu an 2 Universitäten angeboten wird. Und da gibt es eben verschiedene Ansätze, Lösungsansätze. Aber ich denke, das Wahrscheinlichste ist, dass Hildegard so eine Art Vehikel ist, auf dem sich das Publikum und die Band befindet. Und dann ist es natürlich die Idee, dass das Ding abhebt. Nach den Hauptkonzerten ging es dann im Klecks weiter. Dort spielte die Band Jazz Police. Die Band interpretiert bekannte Titel neu. Ob Miles Davis, Amy Winehouse oder James Brown. Sie bedienen sich beim Besten, was die vergangenen Musikjahrzehnte zu bieten haben. Bis zum Sonntag legt der Kemptener Jazz-Frühling noch einmal einen Endspurt hin. Mit dabei ist unter anderem das Duke Ellington Orchestra. Den Schlusspunkt sollen dann die Konzerte im Autohaus Allgäu und auf der Alpe Sonnhalde bei Oberstaufen setzen.